So, das ist hier der X12 SZ Motor, das, oder besser Motörchen. Ich habe jetzt den Luftfilterschlauch da mal abgenommen, um an den Keilriemen ranzukommen. Der heute nämlich bei dem Dreckswetter angefangen hat zu quietschen. Wie bekloppt. So sieht dann die ganze Mimik aus. Da ist die Lichtmaschine, da ist der Hebel, da ist der Spanner. Da will ich jetzt noch ein bisschen WD-40 draufhauen. Die Schraube muss man anscheinend lösen, die Spannerschraube logischerweise. Und dann ist anscheinend, genau, da von hinten sitzt noch eine Torx-Schraube drauf. Da, die muss man lösen. Und genau gegenüber von unten sozusagen, da sitzt blöderweise direkt, kann man natürlich jetzt nicht sehen, aber direkt wo der Keilriemen verläuft, sitzt da direkt dahinter eine ähnliche Schraube. Wobei ich glaube, das ist kein Torx, sondern einfach eine 12er oder 13er. Die muss man lösen, um den Keilriemen zu spannen oder zu wechseln. Ich denke mal, ich werde ihn direkt wechseln. Ja, mal schauen. Ich habe jetzt einfach den Luftfilterkasten einfach da rausgebaut. Der ist hier nur mit so Gummipömpeln quasi eingesteckt. Natürlich muss man vorher die Rohre lösen, die auch mehr oder weniger nur gesteckt sind, wobei da hinten also eine kleine 90-Grad-Schraube ist. Und natürlich hängt das hier noch an der Unterdruckleitung. Also zur Seite legen. Dafür. Und dann hat man plötzlich viel mehr Platz. Natürlich dämlicherweise noch die Halterung hier im Weg. Trotzdem kommt man da wesentlich besser an diese scheiß Schraube da unten dran und an den Riemen. So, also das ist mit den Schrauben hier echt ein Gemurkse. Gut, da unten das geht noch, so wenn man einen Maulschlüssel hat, mit dem Kopften geht da gar nichts. Weil der scheiß Keilriemen selber da im Weg ist. Auch mit der Ratsche kommt man da nicht dran, weil einfach der Platz zur Karosserien da fehlt. Also ich habe jetzt einfach einen 16er Maulschlüssel genommen. Hier oben die Schraube ist eine 13er. Kommt man auch nur mit einem Maulschlüssel dran. Mit dem Geköpften geht auch nichts, natürlich auch nicht mit der Ratsche, weil hier der Zahnriemenschutz im Weg ist. Und an diese scheiß Torx-Schrauben da hinten kommt man natürlich auch nicht dran. Ich habe jetzt nur einen Torx-Schrauben-Bitsatz sozusagen für meine Halbzoll-Ratsche. Das ist ja natürlich hier einmal diese Schraube hier und natürlich hier hinten nochmal die, womit dann eigentlich gespannt wird. Da sieht man natürlich jetzt gar nichts. Vielleicht kann man sie so ein bisschen erkennen. Jetzt natürlich verdeckt genau durch dieses Dreckskabel, was hier verläuft. Da sieht man sie so gerade, ist dasselbe Maß wie da oben. Das ist hier, das ist das Maß E12. Und die einzige Möglichkeit ist, da mit einem Ringschlüssel dran zu gehen. Ich werde jetzt erstmal versuchen, mit einem entsprechenden ganz normalen Ringschlüssel dran zu gehen. Also ganz normale Sechskant sozusagen oder eben ein Zwölfkant oder was dann so ein Infielzahn dann ist bei den Ringschlüsseln. Ansonsten braucht man da wahrscheinlich ein Spezialwerkzeug für. Das beim scheiß Corsa. Bloß zum Keilriemen spannen, das wäre echt richtig. Das ist das erste Mal, dass ich hier richtig Aufwand betreiben muss. Dass ich mal länger als 5 Minuten brauche. Naja, mal gucken. So, also da passt in der Tat also ein 10er Ringschlüssel drauf. Wobei der nicht geköpfte besser günstiger wäre. Allerdings habe ich festgestellt, dass da noch eine Schraube sitzt, ebenfalls Torx, die anscheinend die Lichtmaschine am Auspuff oder an dem Auspuffkrümmer befestigt mit einer längeren Lasche. Und ich schätze mal, dass ich die komplett losschrauben muss, um die Lichtmaschine überhaupt in der Führung hier bewegen zu können. Und da wäre dann, ist dann wieder die gekopfte Version von dem Ringschlüssel besser. Also man braucht echt 3 Arten Schlüssel sozusagen jetzt hier, um die Lichtmaschine zu lösen und den Keilriemen abzubauen. Toll. Also, die lange Schraube hier zum Spanner habe ich komplett rausdrehen müssen, um die Lichtmaschine weit genug entspannen zu können. Und natürlich auch da hinten die Schraube, die Lichtmaschine an diesem Hebel befestigt hier, muss ich ja die auch komplett rausdrehen. Und so habe ich jetzt den neuen Riemen auflegen können. Was auch nur so gerade geht, aber immerhin es geht. Und ja, jetzt alles rückwärts.
So, nächstes Problem. Nachdem jetzt natürlich die Keilriemenspannung sich geändert hat, passt jetzt auch diese Strebe, die da hinten zum Auspuffkummer führt. Nee, nicht zum Auspuffkummer, das ist der Ansaugkummer, sorry. Passt natürlich jetzt nicht mehr auf die Schraube, also auf das Mutterloch, auf das Schraubenloch drauf. Ich habe jetzt den Luftfilterkasten komplett abgenommen, beziehungsweise den Ansaugkasten. Und werde, denke ich mal, da diese Strebe lösen. Das ist jetzt auch wieder eine E12er Torx-Schraube, wo man auch wieder beschissen drankommt. Ja, und dann mal gucken, ob ich die irgendwie verbiegen muss, damit das jetzt wieder passt hier. Naja. Okay, also die Strebe lässt sich doch ohne Verbiegen wieder so aufsetzen, dass das alles wieder passt. Kann das ein bisschen sehen da hinten? Ja, ist etwas dunkel da unten. Aber naja. So, und wenn man den Luftfilterkasten wieder einbaut, dann ist es sinnvoll, erst diesen Pömpel da reinzuschieben in das Loch. Das geht relativ simpel. Und dann steckt man einfach das Loch entsprechend von dem Luftfilterkasten hier über diesen Nippel, zieht an den Nippel, sodass dann halt dieser Wulst einrastet und fertig ist die Laube. Nur mal so als Tipp. So, das ist also das komplette Werkzeug, was man braucht, wenn man beim Corsa AB mit dem X12 SZ Motor den Keilriemen wechseln möchte. Erstmal nimmt man dann halt hier den dicken Klingenschraubenzieher mit der breiten Klinge, um wenn man noch die originalen Schlauchstellen da drauf hat, um die da abzusprengen sozusagen oder abzuschrauben. Dann glimmt man logischerweise diesen Luftfilterkasten ab und die Rohre und so weiter. Dann kann man den Luftfilterkasten faktisch einfach aus den Gummistöpseln rausdrücken sozusagen. Der ist nur mit so Gumminöppeln gehalten, den kann man also wirklich leicht da rausziehen. Natürlich nachdem man vorher noch das Rohr da Auspuffkammer und an dem vorderen Kasseriestrebe sozusagen da gelöst hat. Und außerdem kann man gleich dann auch bei der Gelegenheit mit diesen dicken Schraubenzieher, sind eigentlich Kreuzschlitzschrauben, aber die sind sehr, sagen wir mal, robuste Teile, so die kann man auch locker mit einem, wenn die nicht extrem festgeknallt sind, mit einem Klingenschraubenzieher, also mit einem Schlitzdreher sozusagen da rausdrehen, also oben aus dem Luftansaugkasten sozusagen, da sind ja diese zwei dicken Schrauben drin, weil den muss man auch abnehmen. Die ganzen Unterdruckschläuche, die da dran sind, lässt man einfach dran, legt halt das alles zur Seite und hat dann eben erstmal Platz sozusagen, weil man, ja, man muss halt an die ganzen Schrauben dran. So, dann haben wir hier den 16er Schlüssel, den 16er, so das, also Maulschlüssel. Am besten nicht gekröpft, also mit dem Geköpften kommt man da nicht weit und mit der Ratsche kommt man da nicht weit, weil einfach der Platz nicht da ist. Weil es direkt am Keilriemen selber ist, diese Schraube. Und die muss man halt ein paar Umdrehungen dann lösen, sodass eben die Lichtmaschine sich drehen kann um diese Achse. Das ist nämlich eben genau die Drehachse sozusagen der Lichtmaschine. Unten die Schraube halt, wie gesagt. So, dann kann man halt, das ist halt hier eine 13er Schraube oder Mutter vielmehr muss man lösen. Auch nur 13er. So, da haben wir den 13er. Die muss man halt lösen, um weil halt, damit halt die Schiene, an der halt oben da dieser Keilriemenspanner befestigt ist oder so, eben ein bisschen ja, drehbar ist, das ist praktisch die Drehachse dieser Schiene, muss man auch noch ein paar Umdrehungen lösen, reicht völlig aus. 13er Schlüssel liegt direkt hinterm Zahnriemenschutz, deswegen auch so gut wie kein Platz, also auch mit einem Geköpften kommt man da nicht dran, also es muss wirklich so ein Ring- oder Mautschlüssel sein sozusagen halt, ne? So, und dann gibt es halt vier Torx-Schrauben. Man kommt mit der Ratsche auch da nicht dran. Man kommt an zwei von diesen Schrauben müsste man mit einer Ratsche sogar drankommen, aber im Endeffekt habe ich also jetzt mit diesem Ringschlüssel, 10er Ringschlüssel, überhaupt keine Probleme gehabt, die Schrauben zu lösen und auch wieder festzuziehen. Man macht die auch nicht kaputt dabei, wenn man natürlich nicht jetzt Gewalt anwenden muss, extrem. Und wobei natürlich günstiger bei zwei von diesen Schrauben ist, wenn man keinen geköpften hat, ne? Also es ging zwar jetzt auch damit, aber es ist dann natürlich ein bisschen mehr Gefummel, weil es eben alles etwas beengt ist und so. Und damit konnte ich dann eben jetzt sämtliche vier von diesen Torx-Schrauben. Ich habe die alle rausgedreht sogar. Wobei, ich denke mal, es reicht wahrscheinlich im Normalfall aus, die zwei, die diese Schiene halten, die die Lichtmaschine mit dem Ansaugkrümmer verbindet, es reicht wahrscheinlich, die zu lösen. Ich habe das am Anfang anscheinend irgendwie nicht hinbekommen, dass da
zu sehen, wie man das halt so stellen muss, halt diese Schiene, dass halt das nach der veränderten Keilriemenspannung, da steht die Lichtmaschine da ein bisschen anders logischerweise und dann halt passt das halt irgendwie bei mir erst nicht und ich habe das erstmal abgemacht, das Teil, und danach hatte ich dann aber keine Probleme mehr, irgendwie das, die Schiene wieder so aufzulegen, dass sie eben problemlos passte dann auf die beiden Löcher sozusagen halt nicht und und die beiden anderen Schrauben, ich habe genau die lange Schraube habe ich komplett rausgedreht, weil sonst hätte ich die Lichtmaschine nicht weit genug reindrücken können, um den Riemen abzunehmen und natürlich auch den neuen wieder drauf zu kriegen. Aber das ist kein Problem, es ging alles ziemlich leicht, weil es echt ziemlich leichte Arbeit so. Und wenn man noch die, wie gesagt, diese originalen Schlauchschellen oder Rohrschellen sozusagen da drauf hat, die man so zusammenklemmen muss halt, da, dann braucht man halt noch eine fette Kombizange. Ansonsten, na, mit dem Werkzeug ist es im Prinzip getan. Ja, also, wer sowas machen möchte, weiß Bescheid.